Habt ihr Lust, loszulegen? Genau, vielleicht gesellen sich noch ein paar zu uns, dann würde ich die mal zwischendurch mal so abholen, dass sie dann mit uns auch denken können. Also erstmal, schön, dass ihr da seid. Ist mir diese Idee zu dieser Session, hallo Katharina, tatsächlich heute Morgen erst gekommen. Also das Thema beschäftigt mich schon länger, aber ich hatte es nicht so auf dem Schirm als eine Session. Bei mir sehr leise. Ist das nur bei mir? Ist das ein persönliches Problem? Hört die anderen mich gut? Du könntest lauter sein. Ich könnte lauter sein, okay. Ist jetzt besser? Ein bisschen, ja. Ah, okay, gut. Dann lasse ich das mal so. Okay, wunderbar. Also, die Idee ist mir heute Morgen erst gekommen. Ich beschäftige mich mit dem Thema Präsenz im physischen Raum und im virtuellen Raum schon länger. Und ich sage euch auch gleich, in welchem Kontext ich mich wirklich damit beschäftige. So, nur zum Hintergrund, am 30., also ich gehöre zum Think Tank von der Zukunft Personal. Da gehört auch eine Anja Schmitz dazu, ein Sven Samet, also ein paar Namen, eine Beate Bruns, ein Christian Friedrich von der Haufe Akademie. Ein paar von euch kennen diese Namen. Wir sind so ein Think Tank und wir bereiten jetzt für den 30. im Rahmen von der L&D TX wieder so einen Impuls, Diskussion vor. So, und da ist unter anderem eben auch Präsenz im physischen wie im virtuellen Raum. Also das nur mal so zum Hintergrund, wo der Gedanke herkommt. Wäre toll, wenn ihr eure Mikros auch mal, weil ich höre mich irgendwie so doppelt. Carina, schön, dass du da bist. Und auch Katharina, wenn ihr mal in den öffentlichen Chat reinguckt, da habe ich euch einen Link zum Jamboard reingestellt. Bernd, für dich auch. Im öffentlichen Chat ist ein Link zum Jamboard. Und da würde ich jetzt gerne mit euch arbeiten, wenn ihr Lust habt. Und dass wir da unsere Gedanken gleich festhalten. So. Und da seht ihr nämlich schon meinen ersten Ausgangsgedanken. Also ich störe mich schon sehr lange, eigentlich schon seit dem ersten Lockdown daran, eigentlich auch schon viel früher, aber es ist natürlich jetzt mit Corona noch mal viel deutlicher geworden, dass viele davon sprechen, von einem Präsenzunterricht und von einem virtuellen Unterricht. Ne, die kennt ihr, Präsenzseminare und virtuelle Seminare. Also sind so zwei geflügelte Worte. Und ich habe mich schon immer daran gestört, auch vorher schon, und habe aber jetzt, mein Argument ist so dafür, warum ich so dagegen halte, weil ich sage, ich bin auch in einem virtuellen Raum, und der Frank macht schon die ganze Zeit so, ich habe schon mal einen, der mit mir da geteilt, ich bin auch in einem virtuellen Raum präsent. So. Also das ist für mich, und es ist für mich wenn deswegen so wichtig, das auch also sprachlich zu unterscheiden, weil ich finde, dass wir die Leute, also gerade Teilnehmende oder Teams, so maximal damit verwirren. Und wenn ich sage, Sprache schafft Realität, dann ist das für mich, gehört das für mich unter diese Überschrift auch Sprache schafft Realität. Und umso sauberer ich an dieser Stelle bin, umso leichter komme ich vielleicht auch in Handlungsmöglichkeiten, sowohl für mich wie auch für alle Anwesenden in einem Raum. Könnt ihr mir bis hierhin folgen? Gebt mir mal kurz ein Zeichen. Ja, genau. Und was ich nämlich jetzt gerade mit euch schon so mache, ist zu versuchen, diesen virtuellen, also diese Präsenz im virtuellen Raum auch bewusst zu nutzen. Ja, also das ist so, das warum ich euch auch so ganz bewusst immer anspreche. Ne? So, das so zu den Vorgedanken. Jetzt, wenn ihr auf dem Jamboard schon seid, Dörte, ich habe im Chat habe ich den Link zum Jamboard, dann möchte ich jetzt erstmal eine Ausgangssituation schaffen, die jetzt nicht nur auf meinem Mist gewachsen ist, sondern die so eine Definition von Präsenz ist, die nämlich da sagt, Präsenz hat die phänomenologische, das ist ein schweres Wort, das kommt aus der Philosophie, Bedeutung von Anwesenheit und Gegenwart in einer jeweils räumlichen wie zeitlichen Sichtweise. Ja. Und umgangssprachlich nutzen wir Präsenz aber auch so als aus dem Ausdruck von Ausstrahlung. Was ich aber auch ganz wichtig finde, ne, dass Präsenz eben, also jetzt auf mich bezogen, auch eine Form von Ausstrahlung ist. Ne? Also Bernd, wie er da jetzt sitzt und so hier in die Kamera schaut und ich mich angeschaut fühle von dir, ja, hast du eine Ausstrahlung auf mich. So. Und damit bist du für mich präsent. Also ihr seid für mich alle, Hardy ist für mich präsent. So wie er mich jetzt anguckt, nehme ich dich wahr. Ne? Und genau. Und deswegen ist das für mich so wichtig, jetzt, wenn es so in die hybride Welt geht, und da sind wir ja gerade auf dem Weg dahin, ne? Wir sind auf dem Weg in die hybride Welt. Ich glaube, wir sind uns alle einig,
dass wir eine ganz komplette Rückkehr in eine total physisch-räumliche Welt, die wird es so nicht mehr geben. Hi, Harald, schön, dass du da bist. So, deswegen ist es aber für mich so wichtig, dem Ganzen jetzt wirklich auch einen sauberen sprachlichen Kontext zu geben, damit sich, ja, also damit wir dann aus diesem sprachlich sauberen Kontext auch Handlungsoptionen haben. Ne? Weil wenn ich das so abgrenze zwischen präsent und physisch, dann schneide ich da im virtuellen Raum, schneide ich da schon was ab. Okay, das zu den Vorgedanken. Aber darf ich da kurz was fragen, Vivi? Ja, weil also für mich, man kann doch auch in einem virtuellen Meeting total präsent sein. Auch face-to-face, wenn alle die Kamera anhaben, ist der Begrifflichkeit da und Hybrid ist für mich nichts Neues. Also ich arbeite seit 32 Jahren Hybrid. Ja, das tun wir alle, Harald. Also, wir alle, ja. Ja, ja. Also ich arbeite auch, ich habe vor 20 Jahren schon die ersten Coachings per Telefon gemacht. So, also da genau. Haben wir gar nicht nach. Du warst jetzt am Anfang nicht dabei. Genau darum geht es, dass ich sage, also wir dürfen nicht zwischen Präsenz und virtuell unterscheiden, sonst schneiden wir uns was ab. Sondern wir müssen zwischen physisch und virtuell unterscheiden, weil präsent sind wir in beiden Räumen. Und deswegen habe ich euch auch eingeladen, mit mir diesen Gedanken zu teilen. Und deswegen finde ich es total klasse, dass du auch da bist. Und das aber jetzt auch zu unterlegen. Und ich würde euch jetzt gerne zeigen, mit was ich das dass ich mit eurer Hilfe das jetzt gerne unterlegen möchte. Aber die Präsenz unterscheidet sich ja, ob jetzt physisch oder, sag ich mal, im virtuellen Bereich ja dadurch auch durch was für eine große Gruppe du hast. Sprich, wenn ich in einem Vortrag bin, wo 1000 Leute bin, da bin ich physisch anwesend, aber wenig präsent für denjenigen, der vorne auf der Bühne steht, weil er mich vielleicht vom Licht heraus mich nicht sieht. Er kann mich hören, wenn ich platze oder wenn ich aufstehe und rausgehe. Das ist meine Präsenz. Wenn ich ein Webinar mache, habe 550 oder 10 oder 5000 Leute habe und alle sind ohne Kamera da, ist die Präsenz relativ gering. Wenn ich aber einen Workshop mache, wo ich vielleicht wie hier jetzt mit 10 Leuten hier sitzen oder mit 50 und alle haben die Kamera an und alle müssen daran teilnehmen, ich schicke die nachher nochmal in Kleingruppen, das, was ich ihnen jetzt gebe, gebe ich ihnen auch später nochmal, dann bin ich schon relativ präsent. Also dann muss ich Kamera ausmachen und Ton, um dann vielleicht meine Mails mal zu lesen, weil sonst bin ich präsent dabei. Genau. Wobei, da möchte ich schon auch trotzdem einhaken, weil ich glaube, grundsätzlich ist es auch kein Unterschied, weil, also vor 1000 Leuten habe ich jetzt noch nicht gesprochen, aber es waren schon mal 150, 200 Menschen und ich habe als Musiker schon größere Menschenmassen beschallt und trotzdem ist diese Präsenz spürbar. Du merkst, auch wenn du nicht das Individuum mehr siehst, du hast letztendlich andere Kanäle, sag ich mal, andere Sinne, die da womöglich dann diese Präsenz, dieses Gefühl der Präsenz zeigen, ganz einfach. Genau. Du fühlst sie. Ja, genau. Und das, Hardy, würde ich gerne mit euch sammeln. Genau, also deswegen habe ich auch beide Definitionen reingenommen. Ne? Ich sage, ich habe sowieso eine räumlich-zeitliche Präsenz, die ist durch meine physische Anwesenheit. So, und ich habe aber auch eine Form der Ausstrahlungskraft und das ist aber ein Unterschied. Ne? Und wenn wir jetzt aber in die beiden Räume reingucken, dann würde ich, wenn ihr auf dem Jamboard mal auf die zweite Seite geht, würde ich genau eure Gedanken, Bernd und Harald, würde ich die hier gerne mit euch sammeln. Nämlich in diesen Fragestellungen, was ist denn in beiden Räumen gleich? Also wo spielt es keinen Unterschied, ob ich in der physischen oder im virtuellen Raum bin? Dann würde ich gerne mit euch sammeln, worin ist aber der wesentliche Unterschied? Na, also ich habe jetzt hier schon mal vorhin reingeschrieben, was du ja auch gerade sagst, Bernd, ich kann im virtuellen Raum kann ich unterscheiden, ob ich sichtbar bin. Na, weil ich kann meine Kamera ausmachen. Das kann ich im physischen Raum nicht, da muss ich rausgehen. So. Ich glaube aber, wenn wir die ganze Bandbreite anschauen, also du bist ja auch sehr aktiv in Clubhouse zum Beispiel, da gibt es keine Kamera, da kann ich nichts an- und ausschalten. Aber der Begriff von aktiven Zuhören, wenn ich den mal reinbringen darf, das ist für mich ein Zeichen von Präsenz. Und ob ich dann jetzt in Clubhouse nur Audio habe, ob ich jetzt in einem virtuellen Video-Call bin, in einer Groß- oder Kleinveranstaltung, also groß kann ich nicht so aktiv insofern zuhören, aber ich glaube, das, was Hardy meint, ist, dass du spürst, ob diese, jetzt bin ich mal brutal, Masse vor dir von Menschen, ob die jetzt komplett weg sind oder ob die quasi dir an den Lippen hängen oder an den Ohren hängen, je nachdem, ob du Musik machst oder sprichst. Und auch im Physischen, wenn die Leute aktiv zuhören, ist es egal, ob die vor sich einen Rechner hochgeklappt haben oder nicht, sondern du hast ein ganz anderes Gefühl dabei, wenn aktiv zugehört oder halt sich beteiligt wird. Genau. Also,
So, also genau das ist es, dass dann ist es eine, die Ausstrahlungskraft, die uns hier zu einer Präsenz verhilft, ja, so, und eben nicht die Sichtbarkeit, also so, so. Ich würde dann gerne mit euch teilen, was kann ich denn aber vielleicht aus einem physischen Raum auch in einem virtuellen Raum nutzen? Also gibt es was ich in einem physischen Raum machen kann, zur Kommunikation, zur Verdeutlichung der Präsenz oder so, dass ich auch im virtuellen Raum nutzen kann und auch andersrum. Und das würde ich jetzt gerne mit euch sammeln. Und dann habe ich aber noch eine andere Frage mitgebracht, nämlich so eine verbindende Frage. Habt ihr da Lust zu? Können wir das so machen? Ja. Kennt ihr euch auf dem Jamboard aus oder braucht ihr noch kurz eine Hilfestellung? Hallo Saidi, hast du den Link gefunden? Du meinst in den Notizen oder? In öffentlichen Chat. Ah, ja, ich bin in geteilten Notizen. Ne? Sollte man aufs Jamboard gehen. Und so. Und denn ihr findet auf der linken Seite findet ihr den Pfeil und darunter die Post-its, also Notizen. Und wenn ihr da draufklickt, dann gehen die Notizen auf und dann könnt ihr da reinschreiben und dann hängt der die dahin. Ihr könnt auch eine Farbe wählen. Hoch. Und die ist immer dann, wenn ihr Speichern drückt, dann schreibt er die nach hinten weg und ihr müsst abbrechen, wenn ihr aus dem Notizenblock-Modus raus wollt. Ne? Ja, da kommt auch schon ganz viel. Sehr schön. Aktives Zuhören, genau, hörbar. Jemand tippt da. Hadi, kann es sein, dass es deine Tastatur ist, die so sehr intensiv ist? Soll eigentlich nicht sein, aber wenn es die tut, dann... Hadi ist einfach sehr passioniert. Ja, ja. Viel Energie da drin. So, aber da kommt auch schon tolle Sachen. Ich muss mich auf die Zielgruppe einstellen, Menschenbild, Prinzipien, Praktiken. Klasse. Andere Formen. So, guck mal, was uns unterscheidet. Sandra sagt eingeschränkte Wahrnehmung der anderen. Ja, da würde ich gerne auch noch mal was zu sagen. Ich habe da aufmerksam zugehört, Harald und Hadi, dass ihr sagt, ihr habt da einen Sinn dafür, ein Gefühl, dass euch aktiv zugehört wird. Ich mache viele Workshops jetzt auch mit Teams, die vielleicht neu zusammengesetzt sind, virtuell. Und auch wenn wir das versuchen, wirklich gut zu designen, gibt es oft am Ende so ein Beklagen, dass man nicht gemeinsam an der Bar war und sich wirklich von Angesicht zu Angesicht erleben konnte. Also ich würde jetzt schon eher sagen, es ist nicht so wie live und face-to-face, körpersprachlich. Meinst du jetzt bei größeren Veranstaltungen? Nee, ich meine jetzt nicht auf die Größe, sondern überhaupt im Sinne von Begegnung und wirklich in Kontakt kommen. Ich glaube, das ist was anderes, wenn man sich wirklich im Ganzen wahrnimmt, auch körpersprachlich, als wenn man hier ist, egal wie gut man es gestaltet. Also, meine Antwort darauf wäre trotzdem eine sehr einfache. Wenn ich mir es nicht erlaube, dass die Präsenz, die Verbundenheit da sein kann, weil es ist ja nur virtuell, dann werde ich sie auch nie fühlen können. Ist da oben. Und im Umkehrschluss, ich habe Settings erlebt, die sehr, sehr intim waren, bis hin zu, ja, ich habe in tantrischen Kreisen hatten wir solche Verbindungen virtuell gemacht, jetzt auf geistiger Ebene offensichtlich. Und wow, es war ein Hammer, wie intensiv das war, die Gefühle waren und so weiter. Also ich würde auch sagen, dass es kommt sehr stark immer darauf an, ob man die Frage in die Ob-Richtung stellt oder in die Wie-Richtung stellt. Und was wir Erfahrungen machen, es gibt natürlich unterschiedliche Level in Verbundenheit, die entsteht. Ich möchte ein Beispiel noch mit reinbringen, das ist Virtual Reality.
Also wir fangen inzwischen wirklich ganz aktiv damit an, mit Avataren und mit virtuellen Räumen zu arbeiten. Und nur um den Vergleich zu machen, in einer Videokonferenz habe ich immer das Gefühl, ich sitze zu Hause in meiner Telefonbox, egal wie groß der Bildschirm ist. Wenn ich in VR bin, dann haben wir, selbst wenn ich es nicht mit Brille, sondern wirklich am Bildschirm mache, haben die meisten Leute nach 5 bis 10 Minuten spätestens das Gefühl, dass sie einen gemeinsamen Raum teilen. Ja. Auch wenn es nur diese blöden Pixel-Avatare sind. Das macht einen Riesenunterschied und ist also, aber auch virtuell. Das würde ich aber auch nochmal... Und zwar, also ich habe jetzt schon ein paar Supervisions, also ich mache eh ganz viel im Online, also im virtuellen Raum, und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Hardy, dass ich sage, wenn ich den Raum wirklich nutze, und ich bin jetzt mal aufgestanden, also um mal zu gucken, also wie viel Tiefe ich hier auch habe, und wenn ich den Raum wirklich nutze und auch Teilnehmende, sofern es irgendwie möglich ist, einlade, also ihren Raum auch zu nutzen hinter sich, dann kann da schon so eine systemische Nähe entstehen, also auch über virtuell. Deswegen ist für mich Hybrid auch so eine spannende Definitionssache. Also für mich ist das, was wir jetzt hier schon haben, schon fast Hybrid. Weil also ich gerade, wenn ich Coachings mache oder so, nutze ich ja meinen Raum auch mit. Ja, also das in dem Moment so. Und dann bin ich eigentlich schon Hybrid, weil ich euch einlade hier in meinen Raum auch. Ne? Ihr seht ihn zwar nur, oder ich bitte dich, Harald, aufzustehen und irgendwie eine Übung zu machen in deinem Raum. Macht es mal, ne? Und schon erweitert sich nämlich unser Raum. Also wenn ihr mal aufstehen wollt, vielleicht habt ihr Lust, mal mitzumachen. Ja, wenn ihr mal aufsteht und jetzt so, und jetzt schaut mal, wie groß plötzlich der Raum wird, den wir nutzen. Ja, und wenn du noch schaust, was du machst, also wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und sagst, in den virtuellen Meetings machen wir inzwischen immer, hey Leute, passt auf eure Schultern auf, macht mal gemeinsam irgendwie Streckübungen, du kriegst eine andere Verbindung, als wenn du nur ein statisches Gesicht die ganze Zeit siehst. Genau. Harald, eine Frage an Harald eben, du hast das von den Avataren gesprochen. Ich habe, wenn wir heute darüber nachgedacht, haben wir aber gerade immer für, nicht gerade technische Inhalte immer davon abgesehen. Habt ihr das auch in anderen Sachen eingesetzt? Ja, absolut. Also gerade in nicht-technischen Gebieten. Es ist genauso wie Agile, wird immer erst in der Software eingesetzt und danach stellt man fest, hey, das ist eine Methodik, das kann ich überall anders auch nutzen. Wir hatten jetzt gerade ein globales Guide-Event, das ist unser globales Netzwerk, und hatten mit 240 Leuten weltweit aus allen Zeitzonen 2 Tage in VR verbracht. Wir haben da Teambuilding gemacht, wir haben Culture Speed Dating gemacht, wir haben Workshops, Fishbowls, wir haben so eine Art Lego Serious Play gemacht mit 3D-Objekten. Also es war Wahnsinn. Die sind alle zurückgekommen. Wir hatten 90% Rückmeldung. Die Leute haben gesagt, es war das intensivste Erlebnis, das sie je hatten. Also virtuell. Das ist ja diese Immersiveness. Okay, also diese Erfahrung, danke dir, Harald, diese Erfahrung, die wir jetzt gerade hier machen, ja, nämlich, dass wir sagen, also das ist schon fast eine Form von Hybrid. Die würde ich jetzt ein Stück meiner nächsten Frage, die ich gerne mit euch teilen möchte, beziehungsweise natürlich auch eure Ideen dazu wissen möchte. Ich gebe, wenn ihr mal auf die nächste Seite geht, dann sind wir jetzt vor folgender Situation. Also wir waren jetzt 16 Monate lang sehr stark in virtuellen Räumen unterwegs. Genau, haben da auch uns sowas angewöhnt wie virtuelle Hintergründe zu nutzen, die den Raum hinter mir wegmachen und damit tatsächlich so eine eindimensionale Ebene schaffen. Und haben jetzt diese Frage zu beantworten, wie schaffen wir es in hybride Räume? Und hybride. Harald, machst du dein Mikro kurz aus? Entschuldigung. Dank dir. Und hybrid, also alle, die ich so frage, verstehen wir Folgendes. Nämlich, dass wir einmal eine Situation so wie jetzt haben, ja, also wir alle hier zusammen, bei uns würde man jetzt erstmal als den virtuellen Raum bezeichnen, und dann gibt es aber daneben, oder vielleicht wenn jetzt hier noch so 10 Leute sitzen würden, ja, dann wäre das der physische Raum, und das verstehen wir jetzt gerade so aktiv unter oder zurzeit unter Hybrid. Ich habe hier Leute sitzen, so eine Situation hatte ich tatsächlich 2018, wann waren wir in Koblenz? 18 oder 19? Rainer? 19? Ich verstehe dich nicht. Also, wir waren. Minute, wann?
Ist ja nur Rainer ist gemutet. Achso. Nee, Rainer ist nicht gemutet. Egal. Wir waren in Koblenz, wie ihr alle wisst. Und da hatte ich tatsächlich das erste Mal die Situation, dass ich ca. 25 Leute im Raum hatte. Und die Nele Graf, mit der ich das Ganze gemacht habe, die hat online auch nochmal locker 20, 25 Leute gehabt. So, und haben da das erste Mal sowas moderiert. Und sowas wird jetzt ja in der Zukunft noch viel häufiger auf uns zukommen. Und ich stelle mir auch gerade die Frage, was brauchen wir nicht nur technisch? Technisch brauchen wir da einiges, aber was brauche ich so als Teilnehmerin, aber auch als Moderatorin, als Führungskraft? Was brauche ich, also was kann ich tun, damit ich diese beiden Räume total gut miteinander verbinden kann? Dörte? Ja, also ich würde einfach dazu gerne mal was teilen, was ich letztes Jahr gemacht habe, also in der Zeit, wo es einigermaßen was ging. Das waren 2,5 Tage Führungskräfte-Workshop, es waren irgendwie 22 Leute. Davon haben 2 gesagt, das ist aber auch wichtig, dass es nicht so viele sind, deshalb hat es funktioniert. 2 haben gesagt, ich möchte nicht persönlich, sondern ne, ich möchte quasi virtuell teilnehmen. Und dann haben wir die in den Stuhlkreis integriert. Das heißt, ich habe das so ein kleines bisschen der Teambildung auch draus gemacht, de facto, ne? Und gesagt, so, ne, ihr habt jetzt diese 2 Kollegen, sorgt dafür, dass die diese Diskussion mitbekommen. Die haben wir genauso auf Stühle gesetzt mit dem Laptop, wo sie dann zu sehen waren. Und sie konnten dann ne, mit Kamera in die Runde gucken. Die haben dann schon mal gesagt, so, hey, ich sehe gerade rechts nichts. Dann hat irgendwie einer den so ein bisschen rumgeschoben. Ne? So, mein Nacken ist steif gerade. Ne? Und auch bei Gruppenübungen hat das gut funktioniert. Dann haben die halt den Stuhl genommen und den Kollegen mit rübergetragen. Also das funktioniert, glaube ich, es hat da gut funktioniert, weil das nicht so viele waren. Ne? So 2 auf 20 kriegt man da ganz gut noch unter und kann denen sagen, hey, sorgt dafür, dass die mit integriert werden. Die haben auch wieder sehr gutes Feedback gegeben. Super. Also wenn das auch auf dem Jamboard mit uns teilen magst, freue ich mich sehr. Genau. Also, um das zu verstärken, wir haben 2 Arten in der Richtung auch probiert. Wir haben Nummer 1, wir haben Buddies assigned. Also das heißt, wir haben den Leuten im Endeffekt die Kamera in die Hand gedrückt und sagen, du bist verantwortlich dafür, dass dein virtueller Buddy alles mitkriegt, was hier passiert. Und dann haben wir aber ganz normal physisch arbeiten können mit Sticky Notes und mit Brown Paper und sonst was, weil es war immer jemand da, der dafür gesorgt hat, dass der online dabei ist, alles mitkriegt. Das war vor 6, 7 Jahren. Dann haben wir das weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr Kameras, weil wir festgestellt haben, dass in der Regel sieht jeder immer nur den, der vor dem Bildschirm ist oder wenn irgendwo zentral eine Kamera ist. Wir haben dann unsere Handys mit so, wie heißen die, diese Klettdinger da gemacht und haben die Handys quasi über den Beamer gehängt. Das heißt, dass alle konnten den Beamer sehen oder das, was gemeinsam geteilt wurde und umgekehrt konnten aber alle auch wieder das Publikum sehen, die nicht dabei waren. Und dann haben wir festgestellt bei Hackathons, dass wir, und jetzt ging es ja auch gerade um die Größe und die Limitierung, dass wir dadurch plötzlich wachsen konnten. Wir konnten plötzlich mit 300 Leuten wirklich hybrid arbeiten. Und da war es meistens so, es waren halt 100 waren vor Ort und 200 waren virtuell. Und dann haben wir im nächsten Schritt, und das war jetzt vor 4 Jahren ungefähr, haben wir dann Equipment bekommen. Das waren so Surface-Hubs oder diese riesen Touch-Dinger mit mehreren Kameras. Und dann hatten wir einen 8-Stunden-Workshop, wo wir in 4 Standorten jeweils mit 3, 4 Leuten waren und auch Einzelne eingewählt. Und dann haben die Leute uns zurückgemeldet, sie waren in so einem Workshop noch nie so wenig müde. Also die waren gestanden, die haben in Gruppen gearbeitet und es war eben hybrid nicht, alle sind an einem Ort und ein paar sind woanders, sondern es gab lauter Inseln. Mhm, und an dieser Insel waren 3, 4 Leute. Toll, klasse. Also genau solche Ideen brauchst du. Also vielleicht magst du das auch auf dem Jamboard mit uns teilen. Ich weiß von der Krankenkasse, die haben sogar schon auch sehr früh, also bevor das alles Thema war, haben die so kleine Wheels gebaut. Also das sind so also wie diese Roller, die es jetzt gerade gibt. Und haben da so kleine Pads oben drauf. Und das heißt also, Mitarbeitende, die aus irgendeinem Grund damals schon im Homeoffice waren, die haben sich dann also via Kamera dazugeschaltet und dann konnten die tatsächlich diese Wheels auch steuern, konnten wirklich so auch Schreibtische anfahren und konnten dann, also als wenn ich da hingegangen wäre, bin ich halt wirklich über dieses Wheel gegangen. Das fand ich total cool. Das ist schon wirklich auch sehr, sehr lange her. Also da waren diese hybride Thematik gar nicht Thema. Irgendjemand von euch, und da würde ich gerne noch einen Satz zu hören, hat geschrieben, das finde ich ganz spannend, weil mir geht es auch ein bisschen so, wir sollten aufhören, über Hybrid zu sprechen.
Und ich bin da auch der Meinung, auf der anderen Seite sage ich, ja, aber vielleicht braucht es noch einen Moment, bis wir uns so dran gewöhnt haben und dieser Brückenschlag wirklich passiert ist. Aber ich würde gern, jeder, also egal wer das geschrieben hat, vielleicht magst du noch einen Satz dazu sagen. Ja, also ich habe es geschrieben und ich meinte jetzt nicht, dass man nicht drüber sprechen sollte. Das ist schon okay. Mir kommt aber nur so vor, wir trennen etwas, sage ich mal, auch irgendwie willkürlich in virtuell und analog, um es dann hinterher wieder zusammenzufügen. Ja? Ja. Wir haben die Realität, ja, und die stellt sich halt dann für Leute dar, die analog vor Ort irgendwie gemeinsam sind und für andere Leute, die von woanders her einfach zugeschaltet sind. Ja? Ja. Das finde ich das Spannende an der Diskussion. Also wir trennen vorher etwas und geben uns dann hinterher wieder Mühe, über irgendwelche Konstrukte zu sagen, wie kriegen wir es jetzt wieder zusammen. Es ist vorher schon zusammen, wir trennen es nur schon zu Beginn. Das wollte ich damit sagen. Aber bei allen Enthusiasmus, den wir haben mit Hybrid, finde ich einen sehr hervorragenden Ansatz, habe ich auch vor Corona mit solchen Dingen schon gemacht. Die Sache aber auch ist, dass einen wirklichen physischen Zusammensein, physische Veranstaltung, doch, glaube ich, so ein, zwei mal Vorteile hat, die die anderen nicht zusammenkriegen. Also das ist immer so, wenn ich wirklich in einem Raum zusammenstehe, das ist in jeglicher Art ein anderes Verhalten, ob ich mich jetzt zu einem, ob ich mich 2 Meter an ihn dran stelle oder 1 Meter an ihn dran stelle und was kann ich immer ertragen und nicht ertragen von Nähe und Entfernung, das sind riesige Unterschiede, die ich im virtuellen Raum nicht habe und das merke ich einfach dann in solchen Räumen. Ja, und ich hoffe trotzdem, ich hab den Daumen dahin gehängt zur hybriden Situation, weil all diesen Dingen ist eins gemeinsam. Wenn wir es schaffen, ein Bewusstsein in den Teilnehmern zu verankern, dass der andere dich nicht so gut sehen kann wie dein physisches Gegenüber, wenn das eine Präsenz hat, dann werden die Menschen auch darauf reagieren, dann werden sie sehr gezielt in eine Kamera sprechen, egal wie viel man gerade hat. Und umgekehrt, die zum Beispiel remote dazu geschalten sind, die werden dann sich anders verhalten und notfalls auch sagen, hallo Leute, ihr unterhaltet euch da gerade, ich weiß gar nicht, wer gerade spricht, sorgt bitte für mich. Das heißt, das zum Thema auch zu machen. Und das heißt nichts anderes als, wie wir hier jetzt auch, dass wir schauen, dass wir uns aufeinander einschwingen, dass wir bewusst sind, dass der eine ein bisschen lauter spricht als der andere, dass er die Hand hebt. Da entstehen ganz automatisch Dynamiken. Und sich dessen bewusst zu sein und bewusst zu werden und Formate zu schaffen, die dieses Bewusstsein entwickeln können, das ist die ganze Kunst. Das hängt natürlich sehr stark schon auch mit der Technologie zusammen. Also wenn die Leute quasi mit so einem kleinen Lautsprecher nur zugeschaltet sind und da nur reinflüstern können, dann können die überhaupt keine Präsenz erzeugen. Genau. Oder wenn du, was es ja immer mehr gibt, auch Bildschirme inzwischen hast, wo die Kamera nicht irgendwie da oben ist und du siehst die ganze Zeit immer nur das Kinn oder du schaust drauf runter, sondern wo die Kamera wirklich hinterm Bildschirm ist. Also das gibt es inzwischen schon. Ja. Da hast du eine ganz andere Möglichkeit, mit Leuten dann in Augenkontakt sozusagen zu kommen, als dauernd in so ein schwarzes Loch zu glotzen. Absolut. Aber trotzdem, um das Beispiel aufzugreifen, ich denke, ich herrsche auf, wenn wir uns alle dessen bewusst sind, dass die Kamera da drüber hängt, ne, dann kannst du inzwischen extrapolieren, dass sagt, jetzt guckt der zu mir und das merke ich daran, dass er ein Stück tiefer guckt. Also, ne, es bewusst zu machen heißt, ich erlaube, dass diese Verbindung trotzdem da ist. Es ist keine Garantie, aber es ist nur ein Raum, den ich da darauf aufspannen kann. Und die Technik unterstützt natürlich, wo sie gut kann. Genau wie eine Audiokonferenz halt noch viel besser funktioniert, wenn kein Audio-Processing dahinter steckt, sondern wenn du die Leute ungefiltert und ungeschminkt so hörst, weil du hörst plötzlich Nuancen in der Stimme, die hier über so ein Zoom oder sonst irgendwo alles weggeschliffen werden. Genau. Ich würde gerne nochmal, also vielen Dank erstmal für eure Ideen. Ich würde aber gerne nochmal mit euch so ein Stück weit weg von der Technik hin nochmal wieder so zu dem Individuum, also zu dem Moderator, der Moderatorin, der Teilnehmende und so einer Führungskraft, die jetzt auch permanent damit quasi auch ein bisschen übersteuert wird und weil ich das Gefühl habe, der wird jetzt gerade auch viel Angst gemacht, also wie Teamführung irgendwie in so einem hybriden Kontext auszusehen hat. Also man spricht, also ich habe so den Eindruck, man spricht Führungskräften auch gerade ganz viel Kompetenz wieder ab. So, aber ich würde gerne mal ein bisschen, also was können wir alle so auch tun, um hier das eben auch mit zu gestalten. Also es waren so Dinge wie,
auch also die Sinneswahrnehmung, die eigene Sinneswahrnehmung ein Stück weit zu schärfen. Ne? Also Stimme, auf Stimmen zu achten. Hadi, wie du gerade sagtest, klar, es braucht das eine ist ein Mikro, das andere ist aber auch, also selbst wirklich die eigene Wahrnehmung zu schärfen. Genau, habt ihr da nochmal auch so Ideen, wie kann ich da gut so einen Brückenschlag auch hinkriegen? Also bei mir ist es zum Beispiel auch, dass ich noch mehr darauf achte, also in so hybriden Situationen, dass ich viel mit Mimik und Gestik auch arbeite. Also ich bin ja eh, glaube ich, so die Pausenclownin irgendwie, aber ich mache es, glaube ich, noch mal intensiver vor der Kamera. Und stehe auch viel vor der Kamera, weil ich mich dann noch mal viel mehr bewege. Habt ihr noch Ideen? Ich weiß nicht, ob man, wenn wir das von der Kameraphase oder von der virtuellen Phase in die Physis mit übernehmen können und ist vielleicht ein bisschen auf Zeiten zu achten. Wenn wir im virtuellen Raum sind, wissen wir, dass nach ein paar Minuten die Leute ja abschalten. Wenn wir im physischen Raum sind, denkt man immer selber, ich habe selber einen Blick und merke, wenn die Leute anfangen abzuschweifen etc. Vielleicht werden wir die Häppchen, die wir auch im physischen Raum demnächst anbieten, etwas kürzer machen, etwas kurzweiliger machen, ohne lange Vorträge zu halten an der Stelle. Mhm. Super, ja. Ich nehme es von mir aus. Genau, das ist so ein bisschen dieser Punkt. Ich habe eigentlich weniger Commitment von den virtuell Teilnehmenden, weil die können einfach den Knopf drücken und sind weg. Aus einem Raum rausgehen, einem physischen Raum wirklich rausgehen, aufstehen, zur Tür gehen, aufmachen, hinter mir wieder zumachen, ist eine ganz andere Hürde. Aber das ist genau da nochmal, was dazu führt, dass es attraktiver sein muss. Harald, danke dir. Also, ich kann eins, ich wollte es jetzt gerade mal schnell teilen, aber das hat jetzt gerade auf die Schnelle nicht geklappt, weil es noch am anderen Rechner dran ist. Also sowas macht einen dramatischen Unterschied. Also ich hätte es jetzt gerne auch gezeigt. Also wir haben Mikrofone, Headsets sind in der Regel optimiert für eine Mitteltonwiedergabe. Das heißt, für so ein Callcenter, die brauchen keine Bässe und die brauchen keine Höhen, sondern die brauchen Sprachklarheit. Das, was aber Vertrauen bringt, sind Bässe. Bei Männern hauptsächlich, bei Frauen auch eher die Höhen. Also die Stimmdynamik baut ein Vertrauen auf. Das heißt, so wie ich mich in einer physischen Veranstaltung anständig anziehe und vielleicht eine Krawatte oder schöne Schuhe anziehe, muss ich mir in der virtuellen Gedanken darüber machen, wie komme ich rüber? Mache ich jetzt hier ein Licht an, damit ich einfach sauberer ausgeleuchtet bin? Mache ich mir einen Hintergrund? Habe ich ein Mikrofon, das meine Stimme erstens unterstützt und zweitens nutze ich das Mikrofon auf eine Art und Weise, dass es das unterstützt, was ich sage? Es ist die Gestik, aber es ist auch die Art und Weise, wie wir sprechen. Also das würde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen, dass da das Equipment einen riesengroßen Unterschied machen kann, wie ich rüberkomme. Ist das Vertrauen, das da aufgebaut wird, da durch die unterstützende Technik oder eben nicht? Ich würde bei einem zweiten Punkt noch, das wäre bei Hybrid, was wir ganz stark unterstützen im Moment mit einer globalen Lernkampagne, ist der ganze informelle Austausch, der vor einem oder nach einem Meeting stattfindet, der fehlt ja erstmal komplett. Und das haben wir ganz schnell gemerkt, dass Leute in diese Ende-zu-Ende-Endlos-Schleifen-Meetings kommen. Und dadurch der ganze informelle Austausch weggeht und dieses Eisbergmodell der Kommunikation sagt uns ja eigentlich, dass unter der Wasseroberfläche, da wird das Vertrauen aufgebaut. Das heißt, wir versuchen unsere Moderatoren, erstens bilden wir jetzt Moderatoren dafür aus, zweitens bilden wir unsere Führungskräfte dazu aus, ganz explizit Zeit in Meetings einzuplanen, in denen auch methodisch informeller Austausch stattfindet, damit auch dieses Vertrauen wieder, dieses Ankommen, dieses Wer bist du überhaupt oder in welcher Gefühlslage bist du jetzt gerade, wie gehst denn du eigentlich in dieses Meeting rein? Also, dass wir das auch wirklich fest einplanen. Das ist für mich ein Riesenunterschied zwischen physisch und virtuell oder eben hybrid, wo ich mich ganz explizit drum kümmern muss. Danke dir. Carina, wie ist es bei dir? Hast du Erfahrung schon so in dem Kontext? Und meinst du mit hybridem Lernen? Ja. Nicht so lernen? Ja, nee, noch nicht so richtig. Also beide Formen in einem Meeting noch nicht, nee. Wenn du die Situation reindenkst, was wäre dir wichtig? Also ich habe eben darüber nachgedacht, ob ich es gut finde, was Harald vorgeschlagen hat. Ich glaube, es war Dörte mit jemanden auf einen Stuhl setzen mit einem Laptop und so, dass ich das schon fast so kompliziert finde mit hin und her. Und ich würde mir wünschen, dass es
dass es Lernräume gibt, in denen das schon mitgedacht ist. Also, dass man kleinere Settings für Gruppen hat, in denen Personen halt zusammenarbeiten können mit ihren Laptops und gleichzeitig Leute an, sage ich mal, an diesen Gruppentisch dazu holen können, so wie das in hybriden Lehrräumen. Also gibt es ja schon ein paar Konzepte, die das irgendwie festlegen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Da vielleicht als kleinen Tipp, es gibt kleine Stative, wo du ein iPad einspannen kannst. Das kannst du an den Tisch stellen und das iPad hat in der Regel, wenn du es so richtig einstellst, ja, Kopfgröße. Und wenn du da die Kamera und eben das Bild von der Person reinstellst, dann geht es relativ einfach. Dann hast du einfach für jede Person ein iPad stehen. Ja, das stimmt. Gut, jetzt komme ich aus dem Kontext. Also ich habe gleich Universitätsseminare irgendwie vor mir, vor dem Auge, und es gibt einfach nicht so viele iPads dann zur Verfügung. Und wenn es dann den Raum gäbe, wo das quasi schon mitgedacht ist, dass ich mein Seminar in diesen Raum geben kann, und es gibt einfach, also fest installiert klingt jetzt so blöd, aber in diesem Raum eben die Mittel, das darzustellen. Und da gibt es eben auch Konzepte, die irgendwie Lernräume schaffen, in denen beides in Gruppenarbeit und auch in Präsenz vorne wie früher an der Tafel möglich ist. Und da ist das auch bald so, Carina, dass Stühle in einem Hörsaal automatisch auch ein kleines Pad so integriert haben in die Lehne. Ja, und du setzt dich auf den einen Stuhl und ich kann über irgendeine App neben dir ansteuern. Und dann poppt da mein Gesicht und dann gucke ich so hoch und sage, hi Carina. Ja, genau. Ja, das finde ich eine coole Sache. Aber da, ich bin halt daran hängen geblieben, dass, meine Ursprungsidee war, als ich jetzt einmal auf dem Balkon arbeiten wollte, musste ich so viele Kabel verlegen, um auf den Balkon zu kommen. Ja. So. Und das hat mich so viel Zeit und Nerven gekostet, dass ich lieber einen Raum hätte, wo das alles schon vorbereitet ist, wo ich quasi reinkomme und da kann ich das machen. Und das war der Gedanke, wo ich jetzt die ganze Zeit dran gehangen habe, dass diese Räume cool sind, weil man alle mitnehmen kann, aber die müssen vorbereitet sein. Und da ich würde gerne noch mal was zu diesem iPad und Laptop rumtragen sagen, weil ich finde, das ist wirklich so ein bisschen was wie ein Embodiment. Ja, das repräsentiert fast eine physische Anwesenheit. Und wenn man dann als Gruppe sprechen möchte, dann achtet man drauf, dass der andere im Kreis bleibt. Also ich finde das wirklich sehr entscheidend. Ich habe das leider noch nicht miterlebt, aber das scheint mir sehr erfolgversprechend zu sein. Ja. Ich habe euch den Link auch nochmal reingestellt. Jetzt danke nochmal fürs Erinnern, Bernd. Da sind Bilder drin, wie das aussieht. Man merkt nicht, wie es sich anfühlt. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie die Chance habt, und es gibt da ganz kostenlose Sachen, einfach mal mit drei Leuten in so einem VR-Raum treffen, in so einem Virtual-Reality-Raum. Geht inzwischen mit jedem Laptop, braucht man kein Zusatzequipment und bist in 2 Minuten drin. Ich habe das mit TriCat mal, die waren ja bei den Veranstaltungen mal dabei. Ne? Fand ich sehr interessant, aber ich meine, den Schritt, den ich nie gewagt habe und mir gedacht habe, ist es bei den Teilnehmern nicht teilweise, dass sie sagen, nette Spielerei, wann kommen wir zu den Inhalten? Das ist so ein bisschen die Problematik dabei. Wenn du sagst, ihr habt da super Erfahrungen mitgemacht, dann kann man das sicher mal ausprobieren. Ne? Ja. Bernd, das ist genau die Frage, wie du es einführst. Wenn du sagst, wir probieren da mal was aus, dann gehen die Leute genau mit der Haltung rein, wir gehen mal spielen. Wenn du die Leute in eine Konferenz einlädst, wo eine anständige Agenda da ist, wo du Begleitung hast, wo du Moderatoren hast und wo die Führung, sage ich jetzt mal, ich meine jetzt nicht die Manager, sondern die Durchführung mit dem Mindset passiert. Wir wollen so arbeiten, wir machen das Beste draus und lernen, wie wir es noch besser hinkriegen. Dann sind auch die Teilnehmer ganz anders dabei. Die gehen eben nicht rein und sagen, ich spiele jetzt hier mal mit dem komischen Avatar, die schauen ja alle aus wie Zombies, sondern nein, da geht es ganz, ganz schnell ums Inhaltliche und dann stellt sich nämlich genau sowas ein wie eine Gesprächsdistanz zwischen den Avataren, zwischen einem Kreisgröße, wie groß ist der Kreis, wo die Leute reden. All das, was wir im Physischen ganz automatisch kennen, passiert da drin plötzlich. Ja. Natürlich für Unternehmen wie eben Conti sicherlich machbar. Ich habe jetzt hier in Karlsburg so 3 Unternehmen, die haben so eine Größe von 150 bis 350 Mitarbeitende,
für die ist natürlich irgendwie eine VR, ne, sich eine VR-Welt zuzulegen oder so, gerade in diesen Zeiten überhaupt nicht vorstellbar. Und trotzdem sind die aber vor der gleichen Herausforderung. Ne? Deswegen ist es einfach auch so spannend, also was kann ich jetzt auch mit Bordmitteln wie Teams etc. und einem ganz normalen ausgestatteten Besprechungsraum nochmal auf die Realität oder auf so die landläufige Realität zurückzukommen, was kann ich da auch tun, um das trotzdem alle mitzunehmen, was man genau, oder alle irgendwie einzuladen und hier wirklich so auch etwas Gemeinsames entstehen zu lassen. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Bloß es ist wirklich nicht, natürlich sind solche Sachen sehr teuer. Aber wenn jemand hergeht und sagt, ich möchte es mal ausprobieren, ich kopiere euch mal zwei Links rein, die sind kostenlos, ist von der Qualität her vielleicht ein bisschen kleiner. Aber was auch geht, es gibt Firmen, die gehen in diese Multiplayer-Games. Ich meine, das sind VR-Welten, die sind so detailreich wie die Natur. Das ist Wahnsinn. Und die gehen da rein, setzen sich ans Lagerfeuer und haben da ihr Meeting. Das kann sein, dass sie mal überfallen werden von irgendwelchen anderen Kerlen, dann gehen sie halt schnell raus, gehen wieder rein und treffen sich weiter. Aber da hast du nochmal eine, gegenüber von Strikehead, nochmal eine, keine Ahnung, 300% realistischere Darstellung. Also da gibt es ganz, ganz viel, wenn wir uns dafür öffnen. Okay, gut. Danke. Also, vielleicht ganz kurz, aber ich habe tatsächlich in einem Netzwerkmeeting hat ein Kollege einen Vortrag gehalten, wie das tatsächlich auch den Kontakt und so unterstützt, diese Avatare. Nur die Kunden, die ich habe, die wollen noch nicht mal Wonder ausprobieren. Ja, wegen Datenschutz und so einem Kram. Und das sind schon große deutsche Konzerne. Also entweder Conti ist irgendwie so wahnsinnig fortschrittlich oder ich habe lauter so vorsichtige Kunden. Wir sind alle noch nicht so weit, das stimmt schon. Die Frage ist halt, wenn wir jetzt darüber reden, wie wir hybride Formate besser machen können, dann ist doch die Erfahrung nach einem Jahr vorm Videokonferenzen hocken, da fehlt uns was. So, und wenn wir diese Frage, da fehlt uns was, dann beantworten mit, okay, jetzt hocken wir uns wieder alle in den Flieger, dann ist doch was schiefgelaufen. Dann müssen wir vielleicht Formate anschauen, die das besser machen, aber trotzdem eine gute Balance finden zwischen dem Physischen und dem Virtuellen. Frank, ich glaube, du wolltest noch was sagen. Da müssen wir eh langsam zum Ende, da würde ich gerne so einen Schluss machen. Ja, Frank. Ich habe das teilweise hier wie ein Fischbowl erfunden oder empfühlt. Wenige haben geredet. Und viele haben geschwiegen. Ich glaube, wenn wir einen hybriden Raum und zusammenbringen wollen, müssen wir auch die Stummen abholen. Ja. Und als die Art und Weise, mit einem Jamboard zu arbeiten, die Informationen zusammen, Zeit geben, was zu notieren und das durchzusprechen, auch sehr, sehr sinnvoll. Ja, danke dir, Frank. Rainer, danke dir, Frank. Ja, da muss ich gleich noch was sagen, Günther. Weil ich bisher auch so eher geschwiegen habe. Wir hatten gestern im Twitter-Chat Hybrid Work als Thema und am Schluss ist auf einmal das ist irgendwie so ein bisschen gekippt, dass es eigentlich gar nicht um Präsenz versus virtuell geht, sondern um, wie kann man das Beste rausholen aus synchron versus asynchron. Es gibt Sachen, die kann ich am besten alleine zu Hause Deep Work ohne Unterbrechung machen und das nächste Meeting, wo ich mich auf die Präsenz freue, kann ich schon sehr viel online vorbereiten und vielleicht Sachen abklären und wenn alles abgeklärt ist, brauche ich gar kein Präsenzmeeting oder so. Dass man auf diese, das ist mehr so, wie hole ich das Beste raus, wie verzahne ich das optimal, um ein effektiveres Arbeiten Wechsel zwischen den beiden Welten hinzukriegen und das damit dann vielleicht auch das Hybride, das wir nicht mehr so nennen wollen, Markus, dann vielleicht auch zur Normalität wird dann. Ja. Weil ich sehe nämlich tatsächlich eine Gefahr, wenn jetzt alle sagen, ah, endlich können wir wieder zurück zur alten Normalität und hocken wieder alle zusammen in dem Meeting und dann ist immer irgendein armer Knopf dabei, der nur in der Telekonferenz hängt und wenn die alle heftig miteinander diskutieren und begeistert reden, dann fällt die Person, die wird vergessen und fällt hinten runter, dass sowas nicht mehr eintritt. Jetzt denken alle dran, weil alle in der gleichen Situation sind vom Homeoffice aus, also Waffengleichheit sozusagen herrscht. Wenn dann wieder ein großer Teil im Büro ist und sich treffen kann, dann wird es wieder sehr unterschiedlich, dass man da versucht, diese Waffengleichheit klingt blöd, aber Chancengleichheit. Ja.
am Meeting teilzunehmen dann, ja, hinzukriegen. Vielen Dank für die Diskussion. Ich hoffe, ihr nehmt für euch was mit. Ich fand es sehr, sehr spannend. Danke mich auch, also dass ihr so spontan bereit wart, hier mit uns zu diskutieren. Und ich würde zwei Dinge, das eine ist, ich kann um 15 Uhr leider hier nicht dabei sein, also fände ich es großartig, wenn Dörte, Harald, Bernd, irgendjemand vielleicht einen Input zu der Session geben kann, wenn die gefordert ist. Ich nehme das Jamboard und packe es eben auch in die Dokumentation mit rein. Und ich würde gerne mit der Idee von Förster abschließen. Also, und ich finde, die gilt auch hier im hybriden wie im virtuellen Raum, dass es immer darum geht, also so zu handeln, in dem einen wie in dem anderen Raum, dass so die maximalen Möglichkeiten für mich und für andere entstehen. Namaste. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ciao. Danke. Ciao, danke. Danke für den Raum. Tschüss.